Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit mir, mit eurem gute Laune Schlappen. Und guckt euch das an, ey. Ich kann's immer noch nicht fassen. Wir stehen im DFB-Pokalfinale 2015-2016 gegen Borussia Dortmund. Es ist der absolute Kracher. Und man muss wirklich sagen, es war verdient. Und das ist ja noch brutaler. Wir haben gegen die Bayern ein echt starkes Spiel gezeigt, wenn nicht sogar unsere beste Saisonleistung bis dato. Mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen, uns wirklich nochmal zurückgekämpft, nachdem die Bayern ja in den 88. durch Kunstmann nochmal den 2:2 Ausgleich erzielt haben. Wirklich nochmal gefightet in der Verlängerung, das 3:2 erzielt und das dann irgendwie nach Hause geschaukelt. Und ganz ehrlich, ich muss mich, glaube ich, in den kommenden Parts, die jetzt alle kommen, erstmal so ein bisschen beruhigen, wenn ich weiter aufnehme, weil das ist echt der absolute Hammer, der absolute Super-GAU. Und ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so richtig fassen. Finale ist am 25. Mai gegen Borussia Dortmund. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Spiele noch und dann kommt Dortmund. Brutal hoch 10. Der absolute Wahnsinn. So, Gnabry hat sich verletzt, wird für 3 Tage ausfallen, das ist egal. Wir bekommen eine Pokalprämie von 2 Millionen und wir werden im Finale auf Borussia Dortmund treffen. Jetzt gucken wir mal schnell rein. Ich habe euch ja gesagt, dass ich denke, dass wir sicher in der Europa League spielen. Das muss ich euch jetzt natürlich erst noch beweisen und mir. Ich hoffe, dass das so klappt. Also Dortmund 55, oh, ja, das ist noch nicht so sicher. Also Dortmund 55 Punkte, 6 Punkte hinter einem nicht-europäischen Platz. Oh, wow, wow. Also das wird nochmal knapp werden. Die spielen jetzt gegen Hoffenheim, Stuttgart, Fürth, Bayern, Schalke. Ah, das werden nochmal knackige Begegnungen. Also die müssen wir weiter behalten, im Auge behalten, die Dortmunder. Dass die hoffentlich wirklich letztendlich reinkommen in die Champions League, damit wir Europa League spielen dürfen. Das wäre geil. Oder ich glaube, es würde ja auch reichen, wenn die in der Europa League spielen, ne? Dann dürfen wir, glaube ich, auch ran. Von daher wäre das brutal. So, Marketing. Jetzt muss natürlich hier ein bisschen was entwickelt werden hier. Aufblasbarer Pokal, ganz klar. Den werden wir auch dann mit aufnehmen schon. Brutal, oder? Es ist brutal. Es ist sowas von brutal. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig glauben. Was wir da echt geschafft haben, da reinzukommen. Krass, krass, krass. Aber dafür ist jetzt gar nicht so viel Zeit. Zusätzliches Budget von 3,86 Millionen Euronen. Also das ist ja... Ich weiß nicht, wohin damit. Wir gehen mal rein. Finanzstatus. Können um 6 Millionen nochmal erhöhen. Ich hau das nochmal in die Baukosten rein. Nicht alles, aber ein bisschen was. 2 Millionen... mal 2,5. So. Okay, gehen rein in die Infrastruktur und bauen hier nochmal aus. Vielleicht mal irgendwas brutales Bürogebäude. 20 Mitarbeiter möglich. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Für die kommende Saison. Vereinszentrum. Nebensponsoren mehr würde das bringen. Okay. Vereinsmuseum will ich nicht. Trainingszentrum können wir nicht, weil das gerade noch ausgebaut wird. Medienzentrum. 20% auf Medienbeliebtheit, 2% höhere Fanartikelverkäufe. Nee. Ich glaube, ich mache mal die Bürogebäude für 2 Mille. Ja. Die machen wir. Oh, und ich muss erstmal durchschnaufen. Ey, ich werde noch bekloppt. Finanziell geht es natürlich der Aachener Alemannia jetzt seit sowas von genial. Richtig brutal. Müller verletzt sich erstmal, Nemec verlängert Vertrag. Okay. Und damit dürfte das auch heißen, dass wir in der nächsten Saison mal richtig viel für Transfers ausgeben können. Noch dazu, wenn wir eventuell den einen oder anderen verkaufen werden, was wir da ja wirklich an Top-Talent momentan da haben. Also uns steht eine goldene Zukunft entgegen oder bevor. Also das sollten wir echt nutzen. So, Saisonfinale steht vor der Tür. Duisburg, Mainz, Bochum, Braunschweig, Düsseldorf, das sind die Begegnungen, das sind unsere Gegner. Und dann eben noch das Finale gegen Dortmund. Meine Güte. Aber zunächst Duisburg auf Rang 7. Werden wir natürlich im Textmodus-Spielchen machen. Ganz klar, wollen uns da weiter eine gute Form aneignen, weiter gut Gas geben. Ich würde das soweit auch fast lassen, außer natürlich wieder zurückstellen auf unser Aachener System. Jetzt spielen wir da mit Scheibel und Schwan. Ich möchte aber, ja, wobei, lassen wir mal Schwan drin, wenn er die bessere Form hat. Meier im offensiven Mittelfeld natürlich. Gnabry lassen wir weiß ran, das passt. Okay, jetzt hoffe ich mal taktisch. Oh, jetzt hat er das wieder nicht gespeichert. Jetzt muss ich doch hier... Aachen... Saison 4. Ist es Saison 4? Eigentlich schon, ne? Aber hat er hier auch nicht gespeichert. Warte mal. Gehen wir mal hier rein. Aachen Saison 4, ja. Warte mal. Hä, wieso hat er das jetzt hier nicht übernommen? Muss ich das jetzt echt wieder einstellen?
Naja, machen wir schnell. Die Zeit nehmen wir uns, ne? Als wenn wir da im Finale stehen, dann können wir sowas gerne machen. Meine Güte. Wobei einigermaßen passt ja sogar noch, ne? Jo. Ja, die passen alle noch. Da war nur die Fitness oder Dings hier nicht so weit oben. Okay. Meine Lieben. Ach, übrigens, ich könnte mal speichern, fällt mir gerade so ein. Das machen wir mal. Damit wir hier wirklich den DFB-Pokal-Finaleinzug sicher haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Scouting abgeschlossen, Sponsor zufrieden über Medienberichte, bekommen nur 100.000 fürs Transferbudget, der Wahnsinn. Bin mal gespannt, wann das voraussichtliche Transferbudget hier erscheint. Gnabry wieder fit, sehr schön, Heller fällt für den Rest der Saison aus, 8 Wochen, okay. Und Klitsch, der beste Mann bei der zweiten Mannschaft, ein 1:1 gegen Hannover 2. Wir gehen nochmal schnell rein, halt in die Ergebnisse. Ich will gucken, die A-Jugend, ist das jetzt durch? Das sind jetzt 19 Punkte, das ist wirklich durch. Das ist ja brutal. Richtig nochmal gemacht hier. Dresden anscheinend, ja, mit vielen Punktverlusten jetzt. Also A-Junioren steigen auf in die A-Junioren 2. Die B-Junioren werden ein weiteres Jahr höchstwahrscheinlich in der B-Jugend bleiben. Ja, und das ist das Finale, ne? Das ist das Finale. Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb. Unglaublich. Aber wahr. Zum Glück. Okay. Gucken wir mal rein. Level 6, da steigen wir demnächst vielleicht mal bald wieder auf. 60 Jahre bin ich schon. Krass. Nicht schlecht. Okay. Nicht, dass wir irgendwann die Karriere beenden müssen, weil ich zu alt bin. Das wäre blöd. Wir gehen rein. Textmodus gegen Duisburg. Gucken wir mal, was das noch wird. Es ist der 30. Spieltag. Wir haben nicht mehr allzu viel zu kicken. Wollen natürlich das auch nochmal gewinnen. Wir sind der klare Favorit. Das ist klar. Und wollen hier die 3 Punkte holen. In dem Sinn. Bisschen beruhigen. Rein geht's gegen Duisburg. Auf geht's, Aachen!